Und es geht weiter mit Fallout 3 und wir müssen noch ein Haus erkunden, und zwar dieses hier. Ene, mene, mu und raus bist du. Ja, ist die dritte Aufnahme inzwischen. Ich habe zwei Aufnahmen vergeigt. Ja, nicht ich, er. Hey, passen Sie besser auf. Ja, aber es war seine Schuld. So, wen haben wir hier? Ja, darum. Master Wilson. Was darf's denn Was sein? Darf's denn sein? Ja, wir waren hier anscheinend doch schon drin. Also, Leute, ich bin gänzlich verwirrt. Auf mich kann man nicht mehr vertrauen. Aber auf mich. Auf ihn erst recht nicht. Arschloch. So, wir spulen ein bisschen an der Zeit vor, denn wir müssen jetzt, um das Geheimnis von Endel zu lösen, entweder den Keller von den Smiths aufbrechen oder den Schuppen von den, wie heißen sie, Wilsons. Welchen wir aufbrechen, ist ziemlich egal, es führt zu dem gleichen, was ihr gleich sehen werdet. Dazu müssen wir eine der Personen beklauen. In diesem Fall wird das sein Bill Wilson, den ich eben übersehen habe, genauso wie den kleinen Jungen der Smith. Ja, ich werde aber jetzt nicht noch groß mit denen reden, weil die haben eh nichts Tolles zu sagen. Hier werde ich nochmal kurz speichern. Ja, wir beklauen Bill Wilson. Ende Schlüssel, Magnum mit Zielvorrichtung. Er hat uns erwischt. Mal ein Spielstand laden. Ich will ihn unbedingt beides klauen. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Hier ist aber der letzte Versuch. Das konnten wir klauen. Das auch. Lol. Perfekt. Ich hätte jetzt nochmal zurückgehen können, um aufzutrumpfen, um jetzt noch die Munition zu klauen, aber das habe ich mich nicht getraut. Danach geht das noch schief. Falls sich einer fragt, wieso ich so wenig rede, ich esse gerade Schoketten. Ja, lecker Schoketten. Und gucke mal Schleichwerbung. Du guckst deine eigenen Let's Plays, während du bei mir zu Gast bist. Ja. Ja. Auch nicht schlecht, habe ich auch noch nicht. Ja, weiß so ich denn, ich brauche doch eh nur labern. Genau. Knacken vom Schlüssel mit unserem. Knacken vom Schuppen mit unserem Schlüssel. Und dieser Schuppen sieht gänzlich unsympathisch aus, weil hier hängen Leichen von der Decke, hier liegen Leichen in Käfigen, hier liegen Därme auf dem Tisch und hier sind zwei Trennmesser, die ich mitnehmen werde. Nun ja, wir gehen hier wieder raus und hier ist irgendein Grafikfehler oder so. Naja. Und da auch. Und wo noch? Nee, nur da. Ja. Ah, das sollen Löcher sein. Löcher nach draußen. Ach so. Ah, und Jack Gesicht. Smith will mit uns reden. Ich habe bemerkt, dass Sie in Bills Schuppen rumgeschnüffelt haben. Ja, wollen wir also ihm mal den Gefallen dort gefunden? Ja, ich habe wirklich keine Ahnung, was das geredet soll, Jack. Ja, ich habe gesehen, was Sie da drin verstecken. Sie kranker Mistkerl. Letztens hast du aber 10%. Länger dafür gebraucht. Ja, letztens. Aber das ist jetzt auch die Aufnahme, die funktionieren wird. Sprache, 10%. Glaube ich. Hätte mir da drin gern ein. Doch, die wird funktionieren. Hätte mir da drin gern ein bisschen genehmigt, aber das wäre unhöflich gewesen. Ja, ich war im Schuppen. Wir kommen dir bitte von Mr. Raven BC klar nach und nennen ihn Mistkerl. Juhu. Sie enttäuschen mich. So wie schon zum 100. Mal. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass ich hier eine Familie zu versorgen habe? Richtet nicht, wenn ihr nicht auch so gerichtet werden möchtet. So nein, nein, Spaß, ich glaube an dich, ich glaube an dich. Wie viele dich. Tote? Der einzige ach, Unterschied ja zwischen uns beiden doch. Ist, dass ich die Schäfchen für meine Familie du nicht? Ins Trockene bringe. Als, Moment mal, muss ich ja machen? Sonst spucke ich gleich noch Schokolade auf mein Mikro. Ja, in der Zeit führe ich mal den Dialog hier fort. Schäfchen ins Trockene bringen? Spinnen Sie? Das sind Menschen, keine Schafe. Moment, ich hab meine Box abgerissen. Mist. Ah, ist doch nur eine Box. Moment, wollen Sie damit sagen, dass ich diese Leute essen? Das sagt man nicht zweimal. So. Nun ja, jeder von... jeder muss wohl selbst wissen, wie er überlebt. Ja, wir kommen mit dem Schäfchenspruch. Von Ihnen lasse ich mich nicht beleidigen. Das ist echt widerlich. Das kommt nicht gut in meinem Let's Play. Moment, ich glaube, ich bin... Bah, ein... Katten ist böse. Da muss ich ganz viel Arbeit machen. Ein gottverdammter Kannibale nennt mich ein Schandmaul. Jetzt mal im Ernst. Sie sprechen davon, Leute zu essen. Was ist mit Ihnen los? Ja, er ist ein... er nennt uns einen Schandmaul. Genau. Okay, jetzt reicht's. Ich hab sie gemacht. Ich werde was wirst du mir verpassen? Du hast verpassen. Sogar keine Chance. Du hast eine Glatze. Glatzen haben ziemlich viele Nazis und die sind auch nicht schlimm.
Ja, er hat eine Halbglatze. So, okay. Wir haben eine Magnum mit Zielvorrichtung, aber keine Munition. Das ist ziemlich nützlich, Leute. Ja, wir flüchten und legen dabei Minen. Und wir haben keine Munition und können uns nicht wehren. Wir legen ganz viele Minen und wir werden selbst von den Explosionen... die geht ja voll fliegen. Trottel. Nein, nicht ich, sondern die gehen fliegen. Also nicht die landen, sondern die, die mich überfallen. Genau. Und ja, wir haben die Bewohner von Händel getötet. Boah, da ist noch einer. Wo kommt der denn jetzt her? Vom Klo, wo denn sonst? Hier gibt's kein Klo. Doch, in Smiths Haus gab's ein Klo und in Wilsons Haus. Ja, also, was ist ein Haus ohne Klo? Das geht mal gar nicht. Doch, in Lateinamerika. Das ist... Bäh. Ende Kellerschlüssel, Schrotpatrone, abgesägte Schrotflinte. Ja, wir rauben die Leichen der Dingensbumsen Smiths und Wilsons aus. Ja, das war's auch schon, glaube ich, an Ausrauben. Wir haben sie voll zerpflügt. Das ist cool. Ja, und hier hast du eigentlich mal einen Cut gemacht. Jetzt kannst du aber mal weitermachen, bis zu 10. Ich weiß. Ich habe extra noch ein bisschen rumgearbeitet. Normalerweise wollte ich hier schneiden, aber das muss ich jetzt nicht erläutern. Obwohl, ich glaube, ich werde hier trotzdem schneiden, weil... Weil wegen. Wegen was? Wegen dem Dialog, der da drin auf mich wartet. Das ist ziemlich lang. Und ich glaube nicht, dass das jetzt noch 4 Minuten passt. Hier reinpasst. Na, dann würde ich mal sagen, es hat mich gefreut, hier da zu sein. Da er mich aber nicht in Display of the Tentacles haben will, werde ich gleich weg sein. Ich hoffe, ihr würdet meine Let's Plays gucken und ich bedanke mich, dass ihr dieses Let's Plays guckt und ich verabschiede mich mal von euch und sage Tschüss. Ja, das waren wahre Worte von Mr. Wave im BCB. Ich verabschiede mich hier auch und sage auch Tschüss, bis morgen.